Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen heute Smoke and Sacrifice, das am 31. Mai von Solar Sail Games und über Curve Digital den Weg auf Steam und in den Nintendo eShop gefunden hat. Also ist für den PC und die Nintendo Switch erhältlich. Wir spielen hier die Switch-Version und ich weiß noch nichts über das Spiel wirklich. Und wir lassen uns einfach mal überraschen. Kritiken waren nicht schlecht zu dem Spiel. Sollte also uns ganz gutes Spiel erwarten. Nach dieser doch sehr langen Ladezeit. Viel Spaß mit dem Intro. Ach so, ist nicht vertont. Sachi, hörst du nicht die Glocken? Es wird Zeit für heute aufzuhören. Willst du nicht deinen Sohn vor seinem Ritual sehen? Natürlich würde ich das aber. So ist es richtig. Na los, zurück ins Dorf mit dir. Ich kann es nicht erwarten. Finde dein Haus und hole deinen Sohn Leo ab. Interessanter Grafikstil hier. Dann wollen wir mal unser Haus finden. Aber wo sind das denn für Kreaturen? Wahrscheinlich dem Babygeschrei folgen. Hier ist ja ganz schön viel los. Sonnenbaum, wohl das Zentrum dieses Dorfes hier. Mit allerlei Leuten sprechen. Ist das unser Haus? Ja. Komme ich da rein? Ah, fahrt euch. Da bist du ja. Hast du gut geschlafen? Ja, das hast du. Oh, Leo, ich weiß, es ist nur zum Besten. Doch ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll. So, jetzt ist es besser, mein Kleiner, oder? Du würdest nicht zu jammern, wenn du wüsstest, was für eine Freude heute Abend auf dich wartet. Sachi, Vater Tiedemark, wartet beim Sonnenbaum auf dich. Ah, du bist bereit, das Ritual zu beginnen. Gut. Ich bin Vater Smothak, die Gemeinschaft zu. Ich bitte Vater Smothak, die Gemeinschaft zusammenzurufen. Was geschieht hier mit dem Kind? Oh Mann, wir werden es gleich erfahren. Ich glaube, es wird nichts Gutes. Bereit, Sachi? Sehr gut, dann lass uns beginnen. Erneut versammeln wir uns in der Wärme des Sonnenbaums. Erneut ehren wir ihn mit dem Ritual des Erstgeborenen. Während sein Tag wieder zur Nacht wird, fliehen wir ihn an. Halte uns auf ewig in deinem Blick. Lass ihn nie von uns weichen. Möge unser Opfer akzeptiert werden und dein Segen weiterhin bestehen. Sachi, Mutter des Kindes ohne Namen, schenkt ihn in Bescheidenheit und überreicht ihn dir in Dankbarkeit, Hingabe und Liebe. Sachi, wenn du bereit bist, lege bitte das Kind auf den Altar. Nee, ich gehe dann doch wieder. Das ist mir dann doch ein bisschen too much hier. Geht das?
Framerate geht manchmal ein bisschen runter, merke ich gerade, aber es sind auch sehr viele Charaktere auf einem Bildschirm. Ich kann den Tempel nicht verlassen, bis ich mit der Sache hier fertig bin. Ah, wir können wohl nicht entkommen. Akolyt des Sonnenbaums. Kann man hier mit jedem sprechen? Aber das ist sehr cool. Der Sonnenbaum verlangt große Hingabe als Gegenleistung für seinen Segen. Der Segen des Sonnenbaums sei mit dir. Ich weiß, es ist schwer, sich von seinem Kind zu verabschieden. Deine Mutter war mir nach meinem eigenen Ritual ein großer Trost. Wir werden alle hier für dich da sein, wenn es vorbei ist. Was ist mit der Mutter von Sachi passiert? Vor allem, was passiert mit dem Kind? Das will ich jetzt schon vorher mal herausfinden. Der Geist deines Sohnes wird im ewigen Körper des Sonnenbaums weiterleben. What the fuck? Vertrau mir, Sachi, er wird Glück fühlen, das unser Verständnis übersteigt. Ich weiß noch, wie ich meine kleine Ophi opferte, bevor ich Priester wurde. Ich fühlte ihre Freude, als sie die Fesseln ihres irdischen Körpers ablegte. Ne, da habe ich jetzt aber irgendwie keinen Bock drauf. Aber führt wohl kein Weg dran vorbei. Ich finde ein bisschen schade, dass hier zwei Charaktere knapp nebeneinander stehen, die genau gleich aussehen. Es tut am wenigsten weh, wenn du nicht lange zögerst, sondern es schnell machst. Okay, die eine hat Ohrringe. Oder die haben unterschiedliche Ohrringe. Es tut am wenigsten weh, wenn du nicht lange zögerst, sondern es schnell machst. Ja, okay. Alter, was ist das für ein Laserstrahl da? Es tut mir so leid, Kleiner. Das Opfer wurde akzeptiert. Der Sonnenzyklus läuft weiter. Durch das Geschenk dieses namenlosen Kindes bekunden wir unseren Glauben. Großer Sonnenbaum, möge dein barmherziger Segen lange bei uns bleiben. Sie wussten, dass der Name Leo war. Zumindest das hätten sie dir lassen können. Sachi hier drüben. Wer bist du? Warum habe ich dich noch nie gesehen? Noch nie gesehen? Hm, ich erinnere mich gut an dich. Ich habe dich auf den Schultern deines Vaters gesehen, als du noch ein kleines Kind warst. Ich treibe in diesem Dorf schon länger Handel, als du überhaupt auf der Welt bist. Kleine, ich reise nur gerne hin und wieder. Reisen, aber da draußen ist doch nichts. Wie überlebst du das? Die Mopsbären schaffen es doch auch irgendwie nicht, wahr? Aber darum geht es ja gar nicht. Ich war zu lange weg, viel hat sich geändert und doch bleibt alles gleich. Kinder sind gewachsen und eine weitere Generation von ihnen ging in Trauer. Nein, weine ruhig, meine Liebe. Du hast ihm einen Namen gegeben, nicht wahr? Leo, ich nannte ihn Leo, nicht, dass es sie interessiert hätte. Leo, das ist ein schöner kleiner Name für einen Kleinen, der nie erwachsen sein wird. Hier, ich bin kein großer Schenker, aber nimm doch bitte diesen Anhänger. Er ist wertvoll, denn er wird dir von Zeit zu Zeit den Weg in die Dunkelheit erleuchten. Hast dich in der Dunkelheit? Erfülle ihn mit deiner Mutterliebe, so wirst du dich immer an Leo erinnern. Und nun leise, die Priester kommen. Oder Akolyten. Nee, das sind die Priester, sind nicht die Akolyten. Das ging ja problemlos über die Bühne. Smothak dachte, dass sie Ärger machen könnte. Man weiß nie, wie sie reagieren, oder? Glaubst du, dass der Junge da unten aufblühen wird? Er wirkt etwas kränklich. Ich hoffe doch, wir können es uns nicht leisten, zu viele zu verlieren. Ah, der wurde jetzt wohl teleportiert irgendwie in einer Unterwelt. Also er lebt wahrscheinlich noch. Aber sie reden, als wäre Dio noch. Nenu, wo bist du denn hin? Hey. Laien dürfen sich nicht nachts auf dem Tempelgelände aufhalten. Soll es zu Hause im Bett sein? Bitte kehre ins Dorf zurück. Das geht automatisch. 7 Jahre später. Sachi, hörst du nicht die Glocken? Es wird Zeit für heute aufzuhören.
Kommt mir allerdings noch ein wenig früh vor. Haben wir schon einen vollen Tag geschafft? Moment, was ist da los? Was war das gerade? Es war Tag und nun ist es Nacht. Hat der Sonnenbaum uns verlassen? Okay, hier darf ich nicht lang gehen. Hilfe, schlag dir da Mopsbären greifen das Dorf an. Mopsbären? Sie müssen mitbekommen haben, dass der Sonnenbaum versagt. Sachi, hast du Vater Telemark gesehen oder vielleicht sogar Vater Smothark? Niemand weiß, wo sie sind oder was zu tun ist. Versuch deine Verteidigung zu organisieren. Ich werde sehen, ob ich sie finden kann. Wenn, dann sind sie sicherlich im Tempel. Beide die Mopsbären gehen nach Nordosten zum Tempel, um nach dem Oberpriester zu suchen. Okay, dann sehen wir jetzt mal diese mysteriösen Mopsbären auch gleich. Ich hoffe, wir können die Musik ein bisschen hören, die ist echt ganz schön. Oh, da sind die Mopsbären. Alter, die sind ja riesig. Die habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Die sind ja richtig furchteinflößend. Aber gut, dass wir so viele Klonbewohner haben, also da wird jetzt erstmal nichts schief gehen. Wir können zurück zum Tempel gehen, wenn ich den dann finde. Ich wieder durch den Schnee, da geht es nicht so gut. Ich will hier nicht an diese Glocken läuten, weil dann werden bestimmt die Mobs werden auf mich aufmerksam. Okay, ich glaube, da sind wir. Ah, da sind wir unser Freund. Hallo Sachi, lange nicht gesehen. Sehen aber beide noch genauso aus. Du schon wieder. Du tauchst wohl gern aus dem Nichts auf. Hast du die Oberpriester gesehen? Wir werden angegriffen. Ist mir schon aufgefallen. Mein Timing ist wie immer tadellos. Um deine Frage zu beantworten, der Tempel ist leer. Kein Priester in Sicht. Das wäre ein guter Moment, dort drinnen herumzustöbern, wenn der neugierige Typ bist. Du wirst vermutlich keine Hilfe finden. Könntest aber das ein oder andere Geheimnis aufdecken, nicht wahr? Aber wenn sie nicht im Tempel sind, wo sind sie dann? Ja, das ist natürlich die Frage. Du weißt, dass mehr hinter dem Ritual der Erstgeborenen steckt, als man meint. Heute hast du endlich die Chance, mehr zu erfahren. Vielleicht ist es deine Chance, deinen Sohn wiederzufinden. Wer weiß, eine weiße Person ist auf alles vorbereitet. Aber ich weiß nicht, kann es noch so lange Zeit noch am Leben sein? Ich denke, wenn eine Chance besteht, muss ich sie nutzen. Lass mich zuerst zu meinem Schrein gehen und Butchi Bär holen. Ich weiß nicht, ob Leo sich an ihn erinnern wird, aber sicher ist sicher. Nur zu, pass auf die Mopsbären auf. Hol die Pochibär vom Schrein neben deinem Haus. Jetzt muss ich wieder zurücklaufen, um diesen blöden Bären zu holen, oder wie? Und zu riskieren, dass ich hier skrupellos abgeschlachtet werde von diesen Riesenbären. Macht jetzt nicht so viel Sinn für mich, aber okay, machen wir mal. Jetzt muss ich hier einmal den Weg kreuzen. Ganz schön, wie hier alles vibriert von deren Stampfe. Oh shit. Oh fuck. War das nicht das Haus? Nee. Das ist das Haus. Was? Keine Zeit zum Ausruhen, ich muss Pochi aus dem Schrein holen. Ist der? Ja. Pochi war Leos Liebling. Es ist irgendwie tröstend, ihn zu haben. Gehen wir mal zum Tempel zurück. So viele Dorfbewohner scheinen nicht mehr übrig zu sein. Ist ein ganz interessantes Setting. So eine Mischung aus... mit ihm nochmal reden. Der Tempel steht leer, fragst du dich nicht, welche Geheimnisse er entbindet. Ja, so eine Mischung aus so einem Naturvolk und aber auch mit elektronischen Elementen oder mit Elektrizität hier auch, mit Laserstrahlen. Wahrscheinlich müssen wir uns jetzt von dem Laserstrahl treffen lassen, damit wir da runterkommen, wo sich unser Sohn befindet.
gucken, ob wir das die Sonnenranke bedienen können. Ich weiß nicht, wie ich das steuern sollte. So, erstmal Priester finden. Ah, da kann man nicht wieder rausgehen, okay. Mein Anhänger, was passiert damit? Felsen überall um mich herum. Und über mir ebenso bin ich unter der Erde. Das sieht aus wie ein Sumpf aus den alten Bilderbüchern. Vielleicht ist jemand hier, der mir sagen kann, wo ich bin. Ah, es wird automatisch gespeichert. Ich kann aber auch an den Terminals hier speichern. An diesen Fallout-Terminals. Kundige dich bei den Einheimischen nach deinem Sohn. Sprich mit den Einheimischen, um etwas über diesen merkwürdigen Ort zu erfahren. So Gasmasken auf, haben solche Dreizecke und schweben. Interessant. Du bist nicht wie wir, wie merkwürdig. Ein Hirngespinst erschaffen von Rauch. Du wirst wie wirst du die Rauchzeit überstehen ohne Maske oder Laterne? Du solltest dich beeilen und eine Laternenfliege fangen. Was? Du hast noch nicht einmal ein Netz? Hast du das Rezept verloren? Schon übel, wenn die Vergesslichkeit zuschlägt. Okay, es gibt so Rezepte, also Crafting ist wohl wichtig in dem Spiel. Wir brauchen 4 Polypenranken und 2 Sauerbaumäste. Okay, ein Klebenetz. Wir craften, müssen erst hier diese Zutaten finden. Entweder wird der Name nicht angezeigt. Okay, wir sollen ja auch hier diese Blümchen sammeln, wenn das geht. Achso, brauchen wir erst das Netz dafür, das war nicht dumm. Schauen wir hier nochmal. 4 Polypenranken und 2 Sauerbaumäste. Ah, da stand der Name. War wohl nichts von den beiden. Da haben wir einen Sauerbaumast. Leuchtfaden. Wir nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Rennen wir jetzt so ein bisschen an Don't Starve. Von dem Look her ein bisschen zumindest. Ist ein bisschen detaillierter hier noch, finde ich. Hier so nicht. Okay. Wir müssen auch nochmal richtig. Aha, das ist hier eine Insel. Können wir den schwimmen? Das sieht nicht danach aus. Schauen wir uns mal Tara an. Okay, da können wir sehr viel noch sammeln. Inventarsystem ist so ein bisschen wie Minecraft oder Terraria. Finde ich ganz cool, dass man hier gleich sieht, was man braucht. Wir haben das hier auch gefunden. Ich finde alles nur nicht das, was wir eigentlich jetzt brauchen. Der Gegner auch. Mit Y können wir dagegen haben. Oh. Ballen gelaufen. So, hier können wir dann craften an dem Kochtopf. Der sieht nicht so nett aus. Laternenfliegen sind schnell und fliegen viel Glück nach vorne. Bedeuten, dass er rote, glühende Augen hat.
gibt's denn? Ich habe nicht eine Polypenranke gefunden. Ist das eine Abbildung? Okay, das ist wohl irgendwas Weißes. Okay, die erste haben wir beisammen. So, eine Schatztruhe. Brauchen wir erst den Schlüssel noch, oder haben wir den schon? Oh, fuck, jetzt geht's ja nicht mehr. Okay, das sieht ganz gut aus. Ah, die hinterlassen die Polypenranken natürlich. Brauchen noch keine Waffen. Das gefällt mir ganz gut, dass man hier nicht aufgeschmissen ist direkt, wenn man nicht sich die wichtigen Sachen craftet. In Don't Starve ist es ja so, dass man allerlei Werkzeuge erstmal braucht, die dann immer wieder craften muss, wenn man stirbt. Hier geht das alles ohne nervige Werkzeuge. F4 brauchen wir. Oh, das ist die Karte. Ich habe hier unten mal noch so eine Qualle. Ich weiß nicht, ob die wieder verschwinden, wenn man weit aus dem Gebiet wieder entfernt, versucht entfernt. Komischer. Das ist ein Sprung eigentlich. Ist das nicht wirklich aus, eine Ausweichrolle oder so? Jetzt haben wir die zwei Gegner drauf. Weg! Oh, das ist ein bisschen perfekt. Es gibt jetzt auch keine Lock-On-Mechanik, die ich gefunden habe. So. Schultertasten zum Beispiel, das sind. Gut, vielleicht. Leuchtet rot, nicht gut. Leuchten alle rot. Es ist wohl Nacht geworden. Das hat auch ein bisschen was von Don't Starve. Dass man dann so Nebel hat hier immer. Außer in diesen Leuchtfahnen. Oder wie heißen die? Leuchtfahne. Ah, die bestehen aus mehreren Bestand. Oh, der hat viele Polypenranken für uns gedroppt. Man sollte hier wohl im Licht dann bleiben in der Nacht. Rechts oben, das ist wohl die Uhrzeit. Okay, dann bleiben wir mal lieber hier im Licht. Allerdings, die Hälfte der Zeit ist hier wohl Nacht. Wenn man dann diese Lampe gecraftet hat, dann ist die Frage, wie ich die Lampe crafte, brauche ich jetzt noch das Rezept dafür, vielleicht gibt ihr mir das Rezept. Nee. Okay, erstmal das Netz. Ich muss jetzt aber mal zum Kessel. Ah, okay, da verliert man dann Lebensenergie, wenn man durch den Nebel wartet. Craften können wir trotzdem. Cool, jetzt haben wir das Netz. Ha. Ist das eine Laternenfliege in deiner Tasche? Vielleicht gibt es ja noch Hoffnung. Jetzt brauchen wir. Oh, wir haben alles. Leuchtfahnenschalen. Stecke sie in eine Laterne und sie wird den stickigen Rauch verjagen. Pass auf die Rauchkeste auf und sie werden versuchen, dein Licht zu löschen. Doch wenn du herumlaufen möchtest, brauchst du unbedingt eine Laterne. Gecraftet. Eine Leuchtfahnschale. Die käfigartige Frucht eines Leuchtfahns. Nee, die habe ich eingesammelt. Was habe ich jetzt gecraftet? Doch die Laterne gecraftet. Achso, man muss gedrückt halten.
unbedingt Lebensenergie. Vielleicht haben wir irgendwas im Inventar, mit dem man sich heilen kann. Stell die Gesundheit wieder her. Oh, nur so wenig. Bisschen wie das Öl in anderen Spielen eben, für die Laterne hier. Sollte also immer genügend Leuchtfahne sammeln, damit man immer wieder. Die Laterne, die würde wahrscheinlich auch mal kaputt gehen, wenn man neue craften kann. Und vielleicht sieht man hier irgendwie die Lebensanzeige von der Laterne. Ah ja, hier unten diese grüne, dieser grüne Balken, wenn der leer ist, müssen wir ihn neu craften. Nur keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Moment. Wo war denn das Questlog? Hier. Zeige den Sammlern deine Laternen. Achso. Hast du eine Laterne? Oh, was für eine Erleichterung. Es sieht so aus, als müsstest du viel über das Überleben lernen. Also hier ein Tipp. Wir nutzen Rezeptgarmente, um unsere Jüngsten für die mühevolle Arbeit auszubilden. Die Rezepte werden mit geheimer Tinte geschrieben, die schnell verschwindet. Wenn du es lesen willst, reibe die Pergamente mit Zauberfruchtsaft ein. Ich habe ein Rezeptpergament auf deiner Karte markiert, damit du es ausprobieren kannst. Okay. Rezeptpergament ungelesen. Da möchte man Bären sehen oder was heißt diese Blase? Okay. Ein verlorenes Kind, nicht weit von hier, lebt ein Wolfskind. Du müsstest die eisige Einöde im Süden überqueren, um zu ihm zu gelangen. Aber so wie du angezogen bist, würdest du bestimmt auf dem Eis erfrieren. Du solltest dich an die Meister wenden, sie waren erst kürzlich hier. Hier, ich zeige dir auf der Karte, wo sie zu finden sind. Ist der Priester nicht direkt da, auch wo sich unser nächstes Pergament befindet? Unser Rezeptpergament? Praktisch. Wolfskind, also. Ja, für 7 Jahre musst du es hier überleben. Man hat in dem Schnee schon gesehen, wo wir durchgelaufen sind, dass wir dann nur sehr langsam uns bewegen, weil wir halt nicht durch die Kleidung haben. Ein bisschen an Zelda Breath of the Wild, das ist ehrlich gelöst, ja. Ah, ich drücke immer die falschen. Digi-Knöpfe. Den Digi-Kreuz. Alles was es gibt. Und immer noch 2 Sauerfrüchte. Machen wir das mal zuerst. Ja, leider haben die Sauerbäume nicht immer Früchte hier. Ah, okay, den kann ich ja noch bauen. Ist jetzt mein Netz kaputt gegangen von dem Hauen. Oh, ist leider kaputt gegangen. Müssen wir wieder die hier besiegen. Ha 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 ha!
Also manche Sachen wie zum Beispiel das Netz oder die Laterne können wir auch unterwegs dann craften. Und für den Sauerfruchtsaft brauchen wir eben den Kochtopf. Zwingend wird ja auch links oben eingeblendet. Noch eine Sauerfrucht. Schauen wir noch einen Baum finden, der mit einer ausgestattet ist. Ah, die Laterne geht automatisch aus, wenn die noch drüber ist. Jetzt sollte ich mal das anequippen. Das Netz, wenn wir es nicht brauchen. Ablegen. Ja. Ich wünschte, es gäbe so Quickslots, die man belegen könnte, wie in Terraria und dann. Da könnte man es mit dem Steuerkreuz auswählen, die einzelnen Werkzeuge. Zurück zum Kochtopf. Cool, jetzt haben wir den Sauerfruchtsaft. Wollen wir die Gesundheit wiederherstellen? Gleich zwei. Hat ganz schöne Partikeleffekte hier. Es läuft nicht hundertprozentig flüssig, kommen wir zumindest zuvor, aber vielleicht ist das auch einfach der Look. Gibt ja auch andere Spiele in dem ähnlichen Look, wo es dann auch so ein bisschen ruckeliger aussieht, aber eigentlich. Wohl so gedacht ist. Zum Beispiel Valiant Hearts wäre so ein Spiel. Oder auch die Säulen der Erde. Ken Follett's die Säulen der Erde von Daedalic. Noch einen ähnlichen Stil, finde ich. So, jetzt ist der halbe Tag schon fast wiederum. Wir sollen in den Süden zu dem Meister gehen. Glaube ich. Schauen wir nochmal ins Log. Oh, wende Sauerfruchtsaft auf ein Rezeptpergament an. Achso, ja, natürlich. Mit dem können wir uns entweder heilen oder eben die Pergamente freischalten. Das ist natürlich jetzt blöd, dass ich mich geheilt habe damit. Oh, eigentlich nochmal zwei Früchte. So, ich kann hier den Typen geschlagen und den Mann. Okay. Kann nicht schaffen. Nochmal ein bisschen was mitnehmen. Ah, okay, der hat so ein Area of Effect, was auch jetzt hier die Umgebung zerstört. So. Bäume kann man wohl nicht fällen, so wirklich, sondern nur Sachen zum Droppen kriegen lassen. Das ist echt ganz atmosphärisch bis jetzt, finde ich. Genügend. Ja. Dann noch einen Kochtopf. Dann werde ich auch gleich jemanden noch speichern. Ich schätze mal, er speichert automatisch, wenn ein Tag vorüber ist oder die Nacht. Ein Spielstand, okay. Leider nicht mehrere Slots.
schon die Meister. Also ich muss kurz was sagen. Hast du einen Oberweltler hier, einen Oberweltler hier? Maluk, du Idiot, hast du die Steuerelemente für den Teleporter ungesichert gelassen? In keinster Weise, und ich nehme die Annahme übel, dass ich nachlässig bin. Ich sehe nicht, was, wie das sonst hätte passieren sollen. Du da, Sachi, oder? Kehre dahin zurück, wo du herkommst, sofort. Woher wissen die alle unseren Namen? Smothak, Maluk, was macht ihr denn hier? Was ist das für ein Ort? So, das sind die beiden Priester. Es geht dich nichts an, du hast kein Recht hier zu sein. Es wäre äußerst gefährlich für dich, hier weiter zu bleiben. Ich kann nicht zurück, die Maschine ist kaputt. Kaputt? Unmöglich. Sie funktioniert seit Jahrhunderten fehlerfrei. Ach, kümmere dich um das Weib, Maluk. Ich habe anderes zu tun. Interessante Personas haben sie sich hier ausgesucht. Mein voriger Kollege war noch nie so nicht weitsichtig. Ich nehme an, du hast den heiligen Tempel entweiht, indem du wie ein Dieb hindurchgeschlichen bist. Es ist mir ein Rätsel, wie du den Teleporter aktiviert hast. Aber das ist irrelevant, denn du kannst nicht mehr zur Oberfläche zurückkehren. Kaputt oder nicht, ich habe die Bedienelemente für den Teleporter persönlich deaktiviert. Es wäre töricht, dich gehen zu lassen, nachdem du diesen Ort hier gesehen hast. Hier, wenn du dir eine Waffe herstellst, kannst du die heimische Fauna vielleicht überleben. Okay, brauchen wir noch zwei Stacheln, um eine stachelige Keule zu craften. Nicht subtil, aber besser als ein Faustschlag. Stacheln bekommt man von den Schweinlingen, die durch den Sumpf streifen. Der Sonnenbaum lehrt uns, dass selbst Narren eine faire Chance bekommen sollen. Jetzt gab es hier noch dieses Pergament hier irgendwo. Das ist eine T-Out. Ich glaube, da steht etwas geschrieben, doch es ist nicht mehr erkennbar. Jetzt müssen wir mal über das Inventar unseren Sauerbaumsaft einzusetzen. Oder Sauerfruchtsaft. Ah, eine Felljacke. Fell 3 Stück, teilweise Schutz vor Kälte und physischen Angriffen. Damit können wir also die Kälte im Süden überqueren, also den Eisabschnitt. 5 Schweinehäute und 3 Knochen. Die Frage, wie wir Knochen. Und wir müssen das alleine Werkbank craften. Haben wir denn hier irgendwo eine Werkbank? Müssen wir wohl auch noch finden erstmal. Okay, erstmal diese Schweinlinge finden. Davon bekommen wir dann das Fell, das wir brauchen. Und natürlich auch die Stacheln. Es ist gleich wieder Nacht. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir noch die Laterne. Wo ist die Laterne? Sieht nicht mehr so gut aus, müssen wir mal nochmal neu craften. Und mit dem Netz vielleicht nochmal ein paar Laternen fliegen hier. So. Oh, gleich 2 mit ein. Oh, ganz aber schnell. Oh, das sind die stacheligen Schweine. Jetzt mal weg mit dem Netz. Lass mich wandern. Die Quallen auch wie die Schweine, bevor sie sterben. Okay, wir schonen mal unsere Laterne, indem wir hier stehen.
Ah, man kann die auch reparieren. Muss man nicht immer eine komplett neu craften, das habe ich jetzt gar nicht gewusst. Wir haben alle Ingredienzien für die Stachelkeule, für die Felljacke brauchen wir noch drei Schweinehäute und drei Knochen. Müssen wir eine Werkbank finden. Karte ist ja einfach gehalten, aber bietet einen guten Überblick. Kann dann bestimmt auch in die Oberwelt reisen im Laufe des Spiels, wenn man den Teleporter repariert. Es gibt hier auch Reiseröhren, wo man sich dann, wo man wahrscheinlich schnell reisen kann dazwischen immer. Wir brauchen jetzt aber mal unsere Laterne, um mal eine Werkbank zu finden. Hier, um dich vor deiner Dummheit zu beschützen. Mach dir einen Knüppel und vielleicht wirst du ein oder zwei Stunden überleben. Stacheln bekommt man von den Schwanlingen, die durch den Sumpf streifen. Ja, das Problem ist eher, dass wir keine Werkbank haben. Muss man die selber craften, haben wir aber auch noch kein Rezept dafür. Für die Stacheligkeule brauchen wir gar keine Beerkung. Das ist eher für die Felljacke. Gut, eine Waffe ist zumindest ein Anfang. Bist du schon den Rauchgeistern begegnet, die diesen Ort
Orte heimsuchen. Meine Forschungen deuten darauf hin, dass die Trostlosen einst eine Möglichkeit hatten, sie zu vertreiben. Und ich glaube, dass das Rezept irgendwo in der Einöde des gebrochenen Herzens zu finden ist. Aha, Radierwerkzeug. Hiermit kann man einen Abdruck einer Steingravur herstellen. Und mit diesem Radierwerkzeug kannst du einen Abdruck vom Rezeptstein nehmen. Dann fragen wir mal nach unserem Kind. Du suchst deinen Sohn im Wildlingssumpf. Ein vergebliches Unterfangen. Du hast deinen Sohn hingegeben, wie es sich für eine fromme Mutter gehört. Warum suchst du ihn nun? Du musst dazu das Ödland überqueren, wie du auf deiner Karte sehen wirst. Feldstiefel können wir direkt craften, auch ohne Werkbank. Guter Schutz vor Erfrierung der Füße. Bediene dich dieser Feldstiefel, um das Eis zu überwinden, sonst wirst du rasch zu Tode kommen. Ich werde deine Suche nicht behindern, aber störe mich nicht weiter. Cool. Okay, dann craften wir mal die Feldstiefel. Hat schon auch wieder ein bisschen was von Zelda, wo es ja auch verschiedene Stiefel gibt für unterschiedliches Terrain. Brauchen wir eventuell gar nicht die Felljacke? Wahrscheinlich werden wir ein bisschen Energie verlieren, aber zumindest können wir jetzt über das Eis laufen. Ich bräuchte wieder ein bisschen Lebensenergie zurück durch die Früchte. Was benutzt? Mal schauen, wie die Abnutzungserscheinungen sind bei unserer Waffe. Oh, alles im grünen Bereich. Ich habe jetzt hier den als Favorit genommen. Oh, mit R kann man auch die Sachen verschieben. Nach eigenem Belieben anordnen. Aber was mir jetzt diese Favoriten bringen, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, können wir vielleicht noch rausfinden. Oh, da ist das Eis schon wieder. Ah, die schießen jetzt mit Stacheln. Kann ich nicht sagen, dass ich eine neue Waffe suchen will. Ich glaube, die Sachen verschwinden nicht. Das finde ich ganz gut. Wenn man nicht alles direkt aufsammeln kann, weil man sich im Kampf befindet. Jetzt ist wieder Tag. Ja, wo ist denn dieser Kochtopf jetzt? Ich wollte nochmal eine Frucht mitnehmen irgendwo. Können wir gleich zwei craften. Zwei Säfte. Nee, ist Früchte sind sehr rar. Da sollen hier wieder wachsen. Das würde jetzt wohl hier noch eine Frucht irgendwo sein. Ja. Das Schweinefleisch.
Das kann man bestimmt auch noch kochen. Nee, das funktioniert so nicht. Man kann das wohl direkt essen. Roh. Das Kampfsystem ist schon sehr chaotisch, dadurch, dass man die Gegner nicht einlocken kann oder so angesehen kann. Finde ich ganz cool, dass es mehrere, hier gibt es ja sehr viele, mehrere Einsatzmöglichkeiten gibt für die verschiedenen Items, wie zum Beispiel die Tränke, man kann sich heilen, man kann aber auch diese Rezepte. Das ist das Ding wieder kaputt. Das Netz. Das hat so ein bisschen was von Animal Crossing. Mit den Stiefeln jetzt hier im Süden langlaufen kann. Ach, wir tragen die schon. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Die nutzen sich aber wohl auch ab, aber auf dem Schnee dann erst. Auf dem Eis. Das blinkt hier immer rot. Spindelpilze. Die sind wohl verdorben, keine Ahnung. Keule. Kann man die reparieren, die Keule? Das war cool, dass man die neu craften muss. Ja, brauchen wir aber einen besonderen Gegenstand noch. Und aufwerten kann man es auch. Mit 7 Stacheln. Lohnt sich jetzt, glaube ich, nicht, nachdem das Ding fast kaputt ist. Da warten wir erstmal ab, ob wir das reparieren können. Ja, ich lege mal wieder das Netz weg. Nicht, dass es kaputt geht, wenn ich wieder irgendwas schlag. Okay, jetzt schauen wir mal, ob wir hier durch können. Gut aus. Ich verliere noch keine Lebenssinne. Oh shit, was ist das? Oh. Alle interessante Monster hier. Wir wollen zum Sumpf. Schon 3 verschiedene Monster, die wir noch nicht gesehen haben. Oder wo wollen wir hin? Ja, der will den Sumpf. Mal die Keule equippen, nicht dass wir jetzt gleich sterben. Wow. Haben sich leicht abgenutzt. Okay, jetzt ist die Markierung weg. Anscheinend sind wir sehr nah am Boden. Gehen wir mit dem Typen. Bringen die Keule aber auch nicht. Nur, dass man schnelle Schläge hintereinander rein kann. Also, die nutzt sich sehr schnell ab. Auch wieder ein Element, wo es vielleicht von Zelda ein bisschen inspiriert wurde, dass sich Waffen abnutzen, wobei es natürlich auch in anderen Spielen schon
Okay, fast kaputt. Kann es aber nicht reparieren. Können wir denn eine neue craften? Ja. Warten ab, wenn ich doch noch was finden. Und mal ein bisschen Lebensenergie wiederherstellen. Aha, das rauchige Polypenhirn, das verliert wohl jetzt auch. Ist es, um langsam das Licht wieder aufzuladen? Das Licht aufzuladen? Welches Licht? Machen wir uns mal voll. Fast voll. Das geht wieder nach. Schlachtfeld. Oh, diese da. Halten sich hier aus. Strop die Hühnerstücke. Was können wir mit Hühnerstücken machen? Frisches Raptorfleisch. Stellt selbst roh etwas Gesundheit wieder her. Die gefallen mir ganz gut, die halten nie so viel aus, aber droppen Gesundheitseimer. Ich weiß nicht, wo es hier weitergeht. Suche das Wolfskind im Lieblingssumpf. Da befinden wir uns hier gerade. Oh, wir brauchen die hier. Ah, das mit den Items, mit der Ausrüstung zu equippen, das ist ein bisschen unhandlich, finde ich. Vielleicht gibt es da ja dann noch so Quick Slots. Zerstört. Die Keule ist wohl auch kaputt. Kaufen wir neue ganz schnell. Gut, dass das Spiel pausiert. Aber beim Craften natürlich nicht. Wow, 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 okay. Ich glaube, die können wir nicht besiegen. Warum habe ich denn jetzt nicht die Keule direkt equipped? Also diese Raptoren, die bringen mehr Gesundheit eigentlich als die Schweine und halten weniger aus. Sind noch einfacher zu bekämpfen. Alright, jetzt aber. Gut kämpfen. Ist das Ding weg oder was? Boah, die halten aber viel aus. Shit. Nee, gegen die können wir nichts ausrichten. Könnte es gut sein, dass ich sterbe. Zwei Sauerfrüchte. Aber boah, Kessel. Da ist schon vorbei. Die sind ja hardcore. Scheiße, und das letzte Mal, wo ich gespeichert habe, ist ewig her. Hoffentlich hat er automatisch gespeichert. Ich gehe aber nicht mal davon aus, dass er da gespeichert. Ah, wir müssen das alles nochmal machen. Naja, das werde ich in der Zwischenzeit nochmal machen alles. Und werde dann wieder da weitermachen, wo wir gerade waren, wo wir gerade gestorben sind. Das ist Smoke and Sacrifice, war ein kurzer Einblick in die Switch-Version. Hat hoffentlich ein bisschen Spaß gemacht und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zugucken.